Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Need for Speed Underground 2. So, zurück zum Explorer-Modus. Wir hatten ja im letzten Mal in der Garage gespeichert. Und dann wollen wir jetzt mal wieder zurück auf die Straße. Ladezeit, gehst du mal bitte weiter. Aha. So, was haben wir denn hier noch alles offen? Nein. So, wir haben noch einen Drag und einen Sprint. Ziemlich dicht beieinander, würde ich sagen, nehmen wir als erstes den Sprint. Und mal gucken, was uns für eine Strecke erwartet. Juhu. Da gab wieder Geld. Ach, guck mal an. Den Shop werde ich mal kurz freischalten. Dann gehen wir direkt weiter zum Sprint. Ich glaube, das ist die Lackiererei. Das überspringen wir mal eben. Nein, ein Karosserieshop. Aber den brauchen wir zurzeit nicht. Wird sowieso die Frage sein, ob ich überhaupt anfange, den Wagen optisch aufzumotzen. Gucken, wann wir die nächsten Karren kriegen. Aber jetzt erst einmal noch ein paar Rennen fahren und den Wagen aufmotzen. Ja, ist ja okay. Ach, Quatsch, falsche Richtung. Wollen wir mal zum Sprint jetzt. Hier rechts und im Straßenverlauf folgen. Schön, schön, schön. Gleich sind wir da. Nochmal einmal scharf rechts. Na, hätte fast geklappt. Vorne ist auch schon der Sprint. Auf der rechten Seite. So, annehmen. Dir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Boah, was ein Sackgesicht. Hätte er uns fast abgedrängt. Fahren wir mal durch den Gegenverkehr. Nicht, dass wir viel Zeit rausholen dadurch, aber vielleicht ein bisschen. Kannst du mal aufhören, uns hier zu rammen? Alter, jetzt hör doch mal auf, ey. Mein Gott, ey. Hier können wir aber abkürzen. Tschüss, ihr Loser. Ja, das hat doch super funktioniert. Mal hoffen, dass wir jetzt ein bisschen Zeit rausfahren können. 40% haben wir schon. Das sieht schlecht aus, da sind sie schon wieder. Das wird eher ein knappes Rennen. Oh, ey, die versuchen uns die ganze Zeit abzudrängen, diese Sackgesichter. Hier lang. Boah, den habe ich zu spät gesehen gehabt. Ja, die ist so ein bisschen... Ist auch nicht viel besser. Hinter uns ist wenigstens keiner. Erst ein bisschen Zeit können wir rausholen.
Aber ich glaube mal, unter 8 Minuten kriegen wir keine 300 Punkte. Ah, werden wir ja gleich sehen. Plus... Ah, fast 6. Was kriegen wir? Ja, 200 nur. Naja, egal, wir haben die Kohle gekriegt und damit hat sich's dann erstmal. Ist dann so. Oh ja, einmal überspeichern bitte alles. Und die Masse jubelt und feiert uns. Dann hatten wir jetzt noch ein Drag-Rennen. Das war ja mit dem schönen Schalten. Ja, was haben wir denn da? Neuer Auspuffblend. Ja, interessiert uns gerade etwas weniger. Nur mal kurz GPS. Damit ich mich auch nicht verfahre. Also, das wäre in der Autobahnkreuzung. Müsste hier irgendwo sein. Da vorne sind doch auch schon. Annehmen. Okay, Mann. Also, Street Track ist eigentlich die Grundlage für das, was wir machen. Weißt du, der Trick ist die richtige Drehzahl. Du kannst die anderen nur stehen lassen, wenn du im richtigen Moment startest und mit Speed in Führung gehst. Aber wenn du zu langsam bist, hast du schon verloren. Nach dem Start kommt das Schalten. Das Geheimnis dabei ist der perfekte Schaltpunkt, weil du nur da die maximale Power hast. Wenn du den Gang zu früh oder zu spät reinwirfst, dann ist das Rennen schon so gut wie gelaufen. Wenn dich ein anderer Typ überholt, bleib cool und fahr in seinen Windschatten. Da kannst du Speed aufbauen und ihn dann wieder kassieren. Oh Mann, das ist sowas von lässig. Bist du bereit? Okay, dann zeig, was du kannst. Ja, wollen wir mal loslegen. Gerade jetzt kriege ich nicht den Controller angezeigt. Oh, hoffe ich mal, dass ich den richtigen Knopf im Kopf habe. Das sieht jetzt gerade irgendwie total bescheuert an, aber... Ja. Ja. Das ist die richtige Taste. So, dann wollen wir mal, wir jetzt hier ordentlich... Speed rausholen können. Ja, zu früh. Die anderen sind aber meilenweit hinter uns. Das dürfte leicht gewonnen sein. Wir kommen jetzt leider an unsere maximale Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen unpassend. Motor explodiert. Ja, geil. Kurz vor der Ziellinie. Unser Motor hat nicht so viel Leistung. Ja, geil. Mal gucken, ob wir jetzt hier besseren Vorsprung rausholen. Damit wir gleich unseren Motor ein bisschen gelassener ins Ziel rollen können. Doch schon der letzte Gang gewesen sein. Das war Aderbegrenzer. Boah, das ist ja lächerlich gewesen eigentlich, aber immerhin 300 Rufpunkte. Zurück zum Explorer-Modus. Pfeif ausspeichern. Hey Mann, du hast ja für fetten Wirbel gesorgt. Eine ganze Reihe Firmen hat Interesse angemeldet. Also qualifizier dich für die Underground Racing League, von der ich dir erzählt habe. Kein Verkehr, keine Straßen, nur dein Talent.
findet alles auf einer abgesperrten Privatstrecke statt. Wenn das geklärt ist, werde ich als Agentin für dich arbeiten. Ich krieg einen Teil von deiner Kohle und dafür weißt du immer, was angesagt ist. Naja, wenn's sein muss. Wir haben jetzt einen neuen Stadtteil freigeschaltet. Jo. Schön. Wollen wir mal gleich gucken, wie viel Kohle wir haben und dann Upgrades. Ja, Beach Chill ist freigeschaltet. Ach, guck mal, hier ist direkt der nächste. Dann wollen wir doch mal annehmen. Ich hoffe nur, unser Motor hält das aus. Nicht, dass wir ihn schon einmal geschrottet hätten. Nein. Wir doch nicht. Das war ja nicht alleine wieder. Gerade will das aber auch mit dem Schalten nicht so gut klappen. Eingang haben wir noch. Ah, zu früh. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Wagen nicht überdrehen. Lief doch gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn für eine Zeit reingeholt? Das gab ordentlich Asche. Wow, ich habe gerade die neuesten Vertragsangebote durchgesehen und eine Menge Sponsoren wollen dich für die Underground Racing League unter Vertrag nehmen. Die besten habe ich dir rausgesucht. Sag mir Bescheid, bei wem du unterschreiben willst. Mal gucken. Hier gibt es eine höhere Abschlussprämie. Naja. Hier gibt es die höchste Abschlussprämie. Hier lohnt sich auf jeden Fall das hier mehr. Den anderen weiß ich nicht so wirklich, ob man bringt 75 mehr und wir verlieren 50. Wir bekommen 50 mehr und verlieren 25. Ich glaube, das hier ist das am lukrativsten, auch wenn wir Sponsorenpreis weniger kriegen. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Ja, nehmen wir von Yokohama. Noch einmal speichern. Mach mal schneller da. So, jetzt aber definitiv erstmal in den guten Shop. Unsere Karre ein bisschen aufwerten. Mal gucken, ob ich noch... Hey, ich wollte dich nur mal vorwarnen. Jetzt, wo du einen Vertrag mit deinem Sponsor hast, musst du bei ein paar besonderen Events dabei sein. Gehört zum Vertrag. Du erkennst sie an den X-Symbolen. Fahr hin und lass es krachen. Wir sprechen uns nachher. Hast du schon gehört? Die Zufahrt nach Beacon Hill ist wieder frei. Solltest du mal abchecken. Bis nachher. Oh, jetzt ist die Frage. Wir haben hier direkt einen Drake-Rennen. Ach komm. Ah, eine lange Gerade.
haben wir hier? Tuning Shop. So, einer direkt in der Nähe. Dann fahren wir da erstmal hin. Und danach fahren wir das Rennen. Aber wir haben ja doch so ein bisschen Probleme, dass unser Motor ein bisschen überdreht. Und das ist halt kontraproduktiv, aber das Geld will ich mitnehmen. Lalalala. Ach, das war gar kein Geld. Den machen wir so oder so später. Miep, 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 miep. Schnauze. Eie, ey. Für immer diesen Führerschein von Neckermann. Ich hätte lieber in die Fahrschule gehen sollen. Nein. Das sah irgendwie cool aus. So, betreten bitte. Mal gucken, was wir alles in die Karre reinbauen können. Momentan. So, zwei ist noch. Auch nicht. Getriebe. Bringt das denn Höchstgeschwindigkeit nochmal? Reiner mit. Fahrwerk, Nitro. So, dann nehmen wir noch das Fahrwerk für ein besseres Handling. Na ja, komm, einfach rein da. Und haben wir noch genug Geld für Nuss? Ja, natürlich haben wir noch genug Geld für Nuss. Ja, das Paket bringt eigentlich gar nichts, aber... Jut! Dann haben wir sogar noch einiges an Geld übrig. Könnten wir eventuell doch ein paar Tuning-Upgrades mal gucken. Na, jetzt habe ich nicht gespeichert. Egal! Ich krieg noch oft genug die Gelegenheit. Und dann werden wir mal als erstes zu dem Drag-Rennen wieder fahren und auf dem Rückweg nehmen wir dann den Sprint mit. Weil wir haben direkt hier vorne ein URL. Ist das ein URL oder was ist das? Ein Drift. Sponsoren-Drift. Ja, komm, dann machen wir den erst. Der dürfte ja eigentlich schnell abgearbeitet sein, wenn ich diesmal besser drifte als beim letzten Mal. Ja. Och, ey, macht euch doch aus dem Staub, ey. So, dann machen wir mal ein... Einfach nur einen langen Slide hier. Nein! Ach, 2000 Punkte weg. Ja, mal wieder Geschwindigkeit draufkriegen. Boah, ey, 10.000 Punkte! Ja, noch sind wir Erster. Alter, was ist denn jetzt los hier? Wir sind immer noch Erster. Ein paar Punkte nehme ich aber noch mit. Noch 13 Sekunden. Aber mit den langen Drifts, da muss ich echt noch üben. Aber es hat gereicht. Juhu! Wir machen da voll einen auf Prollo im Hintergrund. Oh, wir wollen noch Rufpunkte 300. Das ist doch schon mal schön. So, überschreiben ja bitte schön. Komm, mach weiter da. Lalalalalala. Ja, baue ein Nitro-Upgrade ein, aber bei Drift ist das sowieso nicht eingebaut. Genauso wie bei Straight X, glaube ich. Also
Also Street X. Hoppala. So, dann würde ich mal sagen, ich beende jetzt hier den Part. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.